diesem Jahr haben unsere Prinzenpaare sich wieder ein kleines Quiz für dich überlegt. Und zwar ist dieses in diesem Jahr angelehnt an unser diesjähriges Jubiläum. Ich weiß nicht, ob du hörst. Und den einen oder anderen Ort siehst du ja hier auch. Damit könnte dann vielleicht schon mal die ein oder andere Hilfestellung für die kommenden Fragen für dich gegeben sein. Ja, wir haben natürlich Spielregeln. Das heißt, wir haben hier drei Wasser. Ich meine, ich hoffe, dass die Schüsse dann nicht weg sind, wenn die... Warte, Thomas, hast du schon. So, wir haben hier drei Wasser. Der von euch aus linken ist für unser Kinderprinzenpaar. Dem liegt natürlich unsere Leo. In der Mitte, das ist der für den Thomas, da haben wir den rausgenommen. Und auf der rechten Seite steht der, und auf der rechten Seite steht der, den natürlich unsere Lieblichkeitsprinzessin Anja bedient. So, und ich würde sagen, wenn ihr alle startklar seid, Thomas, noch mal kurz über den Karneval der letzten Jahre nachdenken. Und dann kannst du sicherlich auch die eine oder andere Frage richtig beantworten. Wer zuerst natürlich die Frage weiß, beantworten kann, was hat. Es geht los mit der ersten Frage. In welchem Jahr wurde das Festkomitee damals als Arbeitsgemeinschaft gegründet? Anja. Im November 1934. Und das ist richtig. Der erste Punkt für die Hecke. Ja. Frage Nummer zwei. Wie viele Vereine waren an der Gründung 1934? Jetzt habe ich nicht viele. Die Prinzessin. Die Leo natürlich. Sechs Vereine. Mit sechs sind wir gestartet. Frage Nummer drei. In welchem Jahr wurde es im Festkomitee Essener Karneval umbenannt? Die Arbeitsgemeinschaft. Die Anja. 1990 bis 91. Ganz genau. Aus dem Arbeitskreis das Festkomitee Essener Karneval. Da war ich doch nicht geboren, deshalb. Ist klar, Thomas. So, zur nächsten Frage. In welchem Jahr wurde unser erster Vorsitzender Volker Sassen wie der Oberbürgermeister auf der Mailpool 2015. Yeah. Oh, ein Punkt für den Thomas. Du warst auch ein bisschen zum Film abkommen. So, die nächste Frage. Warum fand am 13.03.2016 der gelb-blaue Umzug von Patricia? Gleichzeitig. Die beiden gleichzeitig. Da hat natürlich die Jungprinzessin immer vor. Ganz genau, weil er am 5. den Sturm abgesagt wurde, wurde er dann als gelbblauer Zug im Sommer in Kupferdreh nachgeholt. So, und nun zur letzten Frage, mein Gut, Thomas. Du kannst eh schon nicht mehr gewinnen, aber wir machen es trotzdem. Welche Sessionsliebe gewann das virtuelle Seminar? Wir haben doch gerade von dem gelb-blauen Zug gesprochen, ne? Ja, gelb und blau. Ja, leider zu spät. Aber wir haben die Antwort. Der Geschichtsparade. Ja, es war gelb und blau von uns mit damaligen Prinzenpaar André und Gabriele. Ja, ich würde sagen, lieber Thomas, es war ja abzusehen, aber du bekommst sie ja wieder. Denn wir wollen zwar das Rathaus für eine kurze Zeit, aber dann alles, was da dran hängt, mit Schulden und Co. und deinen ganzen Stress und Termine, die wollen wir gar nicht. Wir machen nur lustige Termine. So, und deswegen danke dir auch lieber im Karneval als in der Politik, lieber Thomas. Ich würde sagen, wir rufen aus auf den Essener Karneval, auf die Schlüsselübergabe. Wir haben es wieder geschafft. Und rufen aus, ein dappernes Essen. Ja. Schlüsselübergabe. Ja. Sturm aufs Rathaus! Ja. Genau, jetzt einmal nach vorne für das Gruppenfoto. Ja.